Leute, und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ mit Markus. Hallo. Ich bin dann wieder Gartenkommando und machen weiter die Community Challenge. Und natürlich ganz nebenbei, so wie sich das gehört, suchen wir nach Schatz-Hedis, die wir niemals bekommen werden. Du nie bekommen wirst. Ja, er hat ihn irgendwoher schon. Ich hab ihn ja schon. Er hat beschissen. Ich hab ihr Geld gegeben, Alter. Ja, anders geht's nicht. Ja. So, haben wir uns eine coole neue Kommando-Erbse erstellen. Ich würde sagen, mit der ziehen wir auch gleich in den Krieg. Schön bling bling mit Monokel, Schwanz und ein bisschen Tech-Anstrich. Was bist denn du für ein Haslon? Ding. Das Ding. Schnabberding. Kein Bonuskarten. Das ist schade. Welchen nehmen wir dann? Keine Ahnung. Warte, ich schon mal den. Den da rechts, den spielt man einfach immer irgendwie. Den hier, den spielt man irgendwie immer. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Der da hinten ist eigentlich ganz einfach, wo wir gerade drauf zulaufen. Lass den nehmen. Ich lauf gerade woanders zu, aber okay. Wo ich gerade drauf zulaufe. Der ist ganz easy, denke ich. Ja, der linke ist richtig scheiße. Bam! Babuba! Digga, mach was Sinnvolles und speine ich durch die Gegend. Kann mich auch ein bisschen auskotzen. Schau mal, ich hinterlasse aber auch noch Schleimspuren. Das sieht echt geil aus. Lass uns was schreiben. Ich mache ein U draus. Eine U. Ja, ein Riesen U. Nur für dich. Muss LGTV schreiben, Alter. Wir haben Glück. Schau, das ist ein Pfeil. Was, Zombies von links? Warum verzieht der so? Aber desto mehr ich... Mach mal ein paar Zombies platt, das wäre hilfreicher. Nein. Goal! Ah, da kommt einer. Sehr schön. Der will in den Garten. Wird nix sauern. Er hat ein Tor geschossen, Alter. Du hast ein Tor geschossen? Ja. Gangster. Yeah! Erledige 15 Zombies mit Chili-Bohnen. Einfach in einer Explosion mit ganz vielen auf einmal. Wow, er hat schon einen Kill zu 10, Alter. Du bist Gangster. Richtig, Alter. Der rennt weg. Der rennt auch weg. Hammer geil. Boah, perfekte Welle, Alter. Ja. Ich hab dich verjagt, die Gegner. Schau, jetzt schreibe ich hier nur für dich. Ey, Chili-V, bitte. 666 oder was? Nee. Was soll das heißen, Alter, für die Musik? LGT. L oder was? Ja, LGT. Weißt du, wie schwer das ist mit der scheiß Ding da? Die schießt übelst ungenau. Das ist doch leicht, Alter. Ich kann mit dem Ding nicht mal eine gerade Linie schießen, glaube ich. Scheiße. Das kotzt nur schon wieder unter mir rum. Ich hab ihn wieder getötet, Alter. Ohne mich wären wir gestorben, ja. Was? Er hat uns alle getötet. Alle. Ausnahmslos. Ja. Ohne Chance. Ja, ich platziere meine Bambus, wo mir am Dach, das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Da bestehen, Mann! Oh no! Was ist los bei dir, Alter? Wir greifen unseren Garten an. Du bist der Garten Defender. Ich hol mir gerade die ganzen Heroes. Guck dir das. Aber die sind irgendwie ziemlich stark. Ach. Boah, der kurz Schuss. Das war gut. Dann mache ich ihn fertig. Jo. Hey, springt da weg, Alter. Jo, läuft bei dem. Also Kommando-Erbse war noch nie meins irgendwie. Ich glaube, ich war auch nie warm. Die Revolver ist das, oder? Nee, das ist die Schnellfeuer, die Vollautomatik. Kommando-Erbse. Auf alles voll geschlankt ist. Mit Geschissen. So gehört sich das doch.
Alter. Ich schnappe den Töte voll schnell die Dinger, einfach Ding und tot, Alter. Sie sieht hier so tot, Alter. Tot auf, Alter. Toll, jetzt läuft ja natürlich Smog direkt neben mich. Oh. Mag ich gar nicht. Oh, wir haben nur noch 28 Sekunden die Runde zu beenden. Ich wusste gar nicht, dass wir Sprint spielen. Habe ich gerade das gecheckt. Oh, nicht. Bonus-Ziel abgeschlossen. Yo! Ohne es zu wissen. Naja, ist einfach Sprinter. Die sind einfach zu geil für dieses Bonus-Ziel. Das ist geil für das Spiel, Alter. Gibt's eigentlich so Plants vs. Zombies Garden Warfare Turniere oder? Ich habe noch nie eins gesehen. Ich auch nicht. Wäre irgendwie voll chillig, oder? Wäre voll das Feeling bei Garden und Alter, also, kommt durch! Halt ihn doch auf! Ich kann nicht viel auf einmal töten. Aber der Garten, Alter, da sind eben gerade 5 Leute rein, oder? Ja eben, das ist ja das Problem. Ich schieße ja auch schon auf einen nach dem anderen, aber es sind zu viele. Sie haben unsere Sonnenblume getötet. Ja. Sind jetzt auf das Hausdach da hoch, Alter. Ja. Sie ist der Ast. Und dann schießt er die Rakete. Alter, aber wo kommt der jetzt her? Aber steht einer vor mir, Alter. Ist er gelaufen? Ich hab dich gesehen, ich hab nur auf den Springer geguckt. Der Multi-Abschuss, Alter, so gehört sich das. Da ist er. Da. Mal wieder unser Plant hin. Das ist Sonnenblumen. Ja, sollte ich mal vorbeilaufen. Brian's Bows. Plumbing and Eating inklusive. Geil. Inclusive. Okay, jetzt müssen wir aber irgendwas. When you can go. Money time. Money time. Don't let your Dwayne. Buffer your brain. What? Ja, das steht auf dem Wagen da. Kann nichts dafür. Yeti im Anmarsch. Ja. Au. Böser Junge. Der kassiert von mir schon viele Headshots. Down. Ice Cream. Yay. Mein Ice Cream. Nein! Der Garten. Oh, meine Scharikot. Den getötet. Feuer. Also im Nahkampf ist die echt ganz okay, die Kommando-Erbs, aber auf Distanz ist einfach scheiße. Ja. MG halt. Ich will ein Eis. Ich muss Sonnenblumen fressen. Warum hat der Laden geschlossen? Wieso? Weil wir eine Zombie-Apokalypse haben. Ja, stimmt allerdings. Und sie werden gewinnen. Ja. Auch wenn wir gewinnen, gewinnen trotzdem die Zombies. Ja, in der Geschichte schon. Letzte Folge Garden Warfare, Garden Warfare 1 müssen wir verlieren. Garden Kommando. Garden Zombie. Mal durchrennen. Alter, du musst 5-mal sterben. Oh, Wissenschaftler, Alter. Martin muss 5-mal sterben. Ja, dass ich dich wiederbeleben kann. Geil. Aber ich sterb doch nicht. Verteidigen Garten. Ich bin zwei durch. Nein. Oh nein, die sprengt mich in die Luft. Oh Wissenschaftler, fuck you. Ciao.
Schau, war doch eine perfekte Villa, jetzt chill mal. Speedy Snail. Das ist ein Code, Alter. Nö, das ist richtig scheiße. 1136. Digga, Spezialwelle Wissenschaft. Oh. Jetzt will ich mich konzentrieren 1, 1, an deiner 3, Stelle. Es kommen nur Wissenschaftler. Die kommen. Aufgehalten. Bevor sie Garten kommen. Kommen sie, da. Da kommen sie. Bahn. Oh. Oh, fuck, zwei Meeresbiologen, ich bin tot. Das war zu viel des Guten. Ah, ich habe sie beide noch weggesprengt. Hast du mich geholt oder hast du den letzten besiegt? Ich hab den letzten besiegt. Auch gut. Ich habe die Meeresbiologen alle noch mit einer Bohne in die Luft gejagt, die schon tot war. So, die volle Automatik erst geht wieder auf ihren Stützpunkt. Ich hab Code gefunden, Alter. Code gefunden, Alter. Oh, da ist ja gleich einer. Im Code. Okay, ich gehe. Alter, du musst zwei Gärten machen und ich muss den da hinten machen, weil der ist voll weit weg im Gegensatz zu den anderen. Der hier hinten. Der ist wahrscheinlich auch voll. Ja, das ist der, wo ich gerade hingehe. Aber halt der auf. Steht auch richtig beschissen. Komm sehen. Ich bin ja nur Schnapper, das ist auch stuhl. Komm schon, wir sterben. Oh nein. Gordon. Nein. Die sind alle nur noch bei dir, glaube ich. Bei mir sind keine mehr. Oh, das letzte, der wirft unser Hauptgarten an. So ein Schwein. Meine. Bushy Meadows Apartments. Was für ein Neues. So, Welle 9. Einen Schatz Yeti haben wir mal wieder nicht bekommen. 2000 Reward. Single Mail. So, du bekommst wieder Besuch, watch out. For safe. Ich bin da. Defende den Garten. Au. Jo. Oh, schon wieder zwei Wissenschaftler. Da kommen zwei Wichte. Weiter, ich lebe doch. Aber gleich nicht mehr. Ich habe ein HP. Boah, ich habe ihn gekillt. Machst du den im Garten tot? Oh. Ich habe per Garten nicht gesehen. Weil der Kopf irgendwie nicht da war. Der war transparent. Oder so. Money time. Okay. Money time. Oh. Money time. Oh. Schon wieder ein Double Money Time, Schatz City. Jeder Laden hat geschlossen, ey. Der Ende ist nah. Achtung, hinter dir kommt Yeti.
no. Hier brennt den Garten, Alter. Natürlich. Oh. Wir halten uns. Töten. Sorry, da waren Helden. Helden sind wichtiger wie so normale. Yeah! Garten verteidigt! Yeah! Wow! Dammkampf. Ich muss noch ein paar einzelne braunen Mantel mit dem MG killen und dann sind wir richtig Boss, Alter. Oh, hier kommt gleich ein Grabstein, hol ich dann mal direkt weg. Ja gut, Mission geschafft. Dann können wir auch den Grabstein noch weghauen und dann läuft die Sache doch. Oh mein Gott! Ja, wack, ich bin gleich tot. Das spinnt. 5 HP, Alter. Oh, Gargantua. Es war eingeschleimt. Get out of here! Let's go out of here. Ja, war doch ganz schick. Würde ich jetzt mal sagen. 17.000, Alter. Du hast eine Mission geschafft, ne? Ja. Vor allem einiges mehr. Besser. Genau, dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein Glitzer-Päckchen, so. Robo-Scheren-Diamant. Und dann, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Aufnahme vom PVZ. Und bis dahin, Servus und Ciao. Tschüss.